Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, ihr seht neue Kulisse. Ich bin umgezogen, wie ich ja schon öfters angekündigt habe und langsam aber sicher wird es. Also ich hatte glaube ich 6 Kartons, ich habe jetzt noch einen voll und 3 Mülltüten voll Sommerklamotten und anderen Klamotten. Aber ansonsten ist schon alles so gut wie der. Also mein Zimmer wird ganz langsam. Und ja, wenn jetzt irgendwas scheppert, dann tut es mir leid. Wir sind immer noch am Auspacken und ja, es ist jetzt fast eine Woche her, dass wir umgezogen sind und ja. Aber in der Zeit, als wir umgezogen sind, gab es natürlich auch die Pinkbox Dezember ist gekommen und ich dachte mir, ich drehe euch heute gleich das Video. Und zwar als Zeitschriften, ich habe den Karton leider nicht mehr, weil wir einfach nur die Pinkbox eingepackt haben, war einmal die Jolie Januar dabei mit Cardi Kloss auf dem Koffer und einmal die Couch und das ist die Dezember. Mega cool. Und so ein Pinkbox-Kalender für 2017. Mega cool, werde ich mir wahrscheinlich da an die Seite machen. Ja. Und als Pinkbox, ich musste natürlich reingucken, weil die jetzt fast über eine Woche bei mir rumstand, ist voll süß. Da steht Let's Celebrate drauf. Und irgendwo habe ich jetzt auch gerade mein Handy hingetan. Ich weiß nicht wo. Wo ist denn mein Handy? Keine Ahnung. Ist alles dauernd weg. Aber es haben so Umzüge an sich. Ja. Dann haben wir hier wieder die Karte. Drin stehen die Produkte und noch ein Text. Und hinten sind noch die Boxen, die es zurzeit gibt. Und ich nehme mir das mal so. Als erstes habe ich hier dieses Litamin Private Spa Joy Duftölpflegeschaum. Das ist eine Originalgröße und kostet 3,49 €. Ich hatte ja schon das Beauty. Und ja, das liebe ich auch ganz gern. Und das hier gefällt mir auch vom Geruch her, ist eher so zitrusartig. Und ja, freue mich das zu testen. Dann habe ich hier von Max einen Look Up Now Life is Surprising for Hair Moisturizing Body Lotion. Und zwar die Body Lotion. Ich habe nämlich eigentlich gar keine mehr, jetzt habe ich wieder so viel bekommen. Ja, mit meinem ganzen Adventskalender auch. Aber ja, das ist auch eine Originalgröße und kostet 3 Euro. Dann habe ich hier noch von Hikari Cosmetics einen Lippenstift und der kostet 13,50 €. Und das ist voll die schöne Farbe, ein Knallpink. Das ist mega schön. Freue ich mich schon testen zu dürfen. Und dann habe ich hier noch von Trend It Up ein Nagellack und zwar ist es die Farbe 190 und das ist so ein Metallic Blau Glitzer. Und die letzten Produkte sind noch hier 3 Stück. Und zwar von Veleda gab es wieder so ein Set. Und zwar einmal das Mandelwohltuende Gesichtscreme. Dann einmal die Mandelpflegelotion und einmal eine Cremedusche. Und die Cremedusche kostet 1,25 €, die Pflegelotion 1,29 € und die Gesichtscreme 2,95 € in Originalgrößen. Das sind jetzt Testgrößen, oder? Ne, das sind sogar Originalgrößen. Sehr cool. Und hier drin, mal gucken, das hatte ich nämlich noch nicht nachgeguckt, was hier drin ist. Einmal ist hier dein Geschenk von Studioline Photography. Cool. Das ist nochmal so ein Fotoshooting. Da habe ich nämlich schon mal einen Gutschein bekommen in der Brigitte-Box. Das war eine Fashion-Yard-Ding und die gilt nur bis 31.12. Das ist bis 30.04. Das heißt, ich kann zweimal Fotoshootings und Bilder für euch machen. Und hier ist nochmal so ein Premium-Shooting-Gutscheinbuch. Und ja, das war's aber auch schon. Und wenn ich mein Handy finden würde, könnte ich euch die genaue Zahl der Box nennen. Sie kostet ja 14,95 €. Und die kostet, die Kosten drin, also der Wert sind kurz zusammengerechnet. Zwei Zeitschriften 2,60 € plus 2 €. Der Wert ist 31,99 € und das ist echt mega geil. Ich finde die Box echt top, kann mich überhaupt nicht beschweren.
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihr mir einen Daumen hoch und ich hoffe, euch gefällt der Hintergrund. Er ist noch nicht perfekt, das ist jetzt einfach nur so provisorisch, bis ich alles ausgepackt habe und dann werde ich mein Zimmer richtig stellen. Ja, ich hoffe, euch gefällt's und wir sehen uns dann Montag. Eigentlich wollte ich Montag Mädelsmontag hochladen, aber irgendwie habe ich das nicht geklappt. Vielleicht werde ich Girls Time irgendwann, das werde ich irgendwann jetzt in den nächsten Tagen hochdrehen und hochladen. Übrigens kam auch meine Weihnachtsserie nicht online am Donnerstag. Tut mir leid, das war einfach zu viel mit dem Umzug. Ich habe meinen Laptop nicht gefunden und allem Möglichen. Ich werde aber jetzt alles nacheinander hochladen und es gibt auch ganz viele Überraschungsvideos, weil ich habe echt viel gedreht. Also ja, freut euch schon mal und wir sehen uns dann eigentlich am Mittwoch um 12 Uhr zu einem Video. Vielleicht sehen wir uns auch noch wann anders. Tschüss!